Ein Desperado vergreift sich niemals an einen Schwächeren, wird seine Fresse aber auch niemals vor einem Stärkeren halten. Ein Desperado flieht nach Malle und tut einfach so, als ob er Mexikaner wäre. Ein Desperado lässt niemals sein Blut liegen. Seid immer ein Handtuch bei sich. Da am 19.09. Desperados rauskommt von Keanu Schumpier Sports, möchte ich was lernen über den Desperado-Lifestyle. Was muss man können? Wie ist ein echter Desperado? Was macht den Desperado aus? In 5 Schritten, damit es nicht zu kompliziert wird. Das ist der Grund, warum wir keine Features haben. Du kannst nicht einfach so ein Desperado werden. Da musst du wirklich einen Eignungstest erstmal bestehen. Und da war ja keine Zeit für gewesen bei der Produktionsphase. Aber du kannst mir schon mal 5 Tipps geben, damit ich weiß, was ich für die Prüfung dann am Ende... An allererster Stelle steht bedingungslose Loyalität. Bis zum Tod. Das ist so leicht gesagt, das sagt jeder heute, ich bin loyal, Mann. Das loyal wird schon als Dings benutzt. Aber Loyalität findest du wirklich in diesem Leben sehr, sehr selten. Und ein Desperado ist bedingungslos loyal. Den zweiten gebe ich dir. Der zweite ist, ein Desperado lässt niemals sein Blut liegen. Er hat immer ein Handtuch bei sich. Ein Handtuch und lässt nicht sein Blut liegen. Also wenn du verletzt wirst, dann wischst du dein Blut auf. Immer. Es bleibt niemals liegen. Niemals das Blut liegen lassen. Wie ihr das deuten wollt, könnt ihr machen. Das ist Nummer 2. Nummer 3. Wenn ein Desperado zu Substanzen greift, die nicht so gut sind, ob Alkohol oder vielleicht Gras, es werden Joints nur pur geraucht und es wird Whisky nur pur getrunken. Ja. Whisky kriege ich hin, bei Gras bin ich raus. Scheitere ich damit in der Prüfung? Ich bin bei Whisky raus, ich bin aber bei Gras. Also du musst eins von beiden beherrschen können. Aber wenn, dann pur. Und wenn nicht, ist auch okay, aber wenn, dann pur. Pur. Wenn, dann pur. Pur. Also ich würde niemals Cola in einen Whisky reingießen. Nicht mal für Gäste, nicht wenn sie mich auffordern. Dann bist du schon mal ein bisschen Desperado. Nicht mal Eiswürfel kommen. So, das haben wir 3. Ein Desperado braucht nicht bereit zu sein, um alle zu ficken. Damit möchte ich dir sagen, ein Desperado konzentriert sich eher aufs Kämpfen als aufs Gewichte stemmen. Nicht breit sein, habe ich schon mal unter Kontrolle. Jetzt muss ich trotzdem noch jeden ficken. Ein bisschen fighten können. Ja. Richtig. Das merken wir dann in der Prüfung. Ja. Hat man da schon, wie werden die Gegner ausgesucht, wenn ich die Desperados-Prüfung mache? Du wirst gegen 1,60 Meter kleine Jungs kämpfen, die 50 Kilo wiegen, aber dir miese Highkicks an deinen Kopf verpassen werden. Wenn du mehrere. Schaffst, auf einmal. Einer von ihnen reicht. Wenn du schaffst, ihn runterzuholen, dann bist du Desperado. Ich habe selten gegen kleineren gekämpft, weil ich auch nur 1,75 bin. Ja, so ist das. Allein das könnte schwer werden. Okay, für Trainingsprogramm, ich weiß Bescheid. Ich glaube, wir haben 4, ne? Und als letztes, ein Desperado vergreift sich niemals an einen Schwächeren, wird seine Fresse aber auch niemals vor einem Stärkeren halten. Ein Desperado ist gerade. Das sind 5 Dinge, die ich dir aufzählen kann. So. Und wenn ein Desperado als letztes i-Tüpfelchen, wenn ein Desperado ein Rapper ist, muss der ein sehr starker Rapper sein, weil er sonst mit seinem Rapper sein wollen, aber schlecht rappen, sein Desperado-Tum weggegeben hat. Das heißt, wenn du bist jetzt ein Desperado und du willst anfangen zu rappen. Wenn du scheiße rappst, bist du kein Desperado mehr. Ein Desperado, der rappt, muss alles ficken können. Und er muss mindestens 50 Liegestütze ohne Pause durchziehen können, aber richtige saubere. Und er muss sie jeden Tag von sich selber auch machen wollen, ohne dass dir jemand darauf hinweist. Da bin ich dann gerade wieder raus, aber ich habe ja noch Zeit bis zur Abschlussprüfung. Was ich zum Beispiel auch sagen kann, ein Desperado zum Beispiel trainiert nicht gerne im Fitnessstudio. Ein Desperado trainiert gerne auf dem Spielplatz, an Stangen, an Bars, wie in Amiland. Mhm. Ja. Ghetto-Workout. So trainiert gerne ein Desperado. Okay, klingt nicht verkehrt, der Lifestyle. Ich muss noch ein bisschen... Freiwillig auch Liegestütze machen, aber die 50, glaube ich, schaffe ich. Ein Desperado fliegt nach Malle und tut einfach so, als ob er Mexikaner wäre. Dankeschön. Hat aber Bock gemacht auf Malle, ja? In Mexiko. Übergeil. Wir haben da einfach Geschichte geschrieben, Dicker. Wir waren die Outlaws da, verstehst du? Du bist da irgendwelche K1s, Bagons, die kommen Woche rein, raus und dann kommen auf einmal so Motherfucker wie wir. Und drehen da Motherfucker-Videos und sind einfach die miesesten Motherfuckers. Ich habe sowieso schon einen Ruf auf Malle, seit vorletztes Jahr. Okay, aber darüber reden wir jetzt nicht. Okay, war ein geiles Video auf jeden Fall. 19.09. kommt Desperados. Life is Pain nimmt auch irgendwann wieder Artists auf. Die müssen aber echte Desperados sein. Yeah. Ihr habt es gelernt. Wir alle zusammen können jetzt üben für die Abschlussprüfung, die von den beiden Herren abgenommen wird, von den Großmeistern. Danke und ciao. Ja.